Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem Mukbang bzw. zu diesem Essen und Laber Video. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr Mukbang nennen, aber ich habe hier gerade ein anderes Problem und zwar ist Rex hier und ich weiß jetzt nicht, wie ich essen soll. Rex, niet, niet, niet. Sitzt so. So ist brav. Wenn man ihm sagt nein, dann klappt das oft gut, aber davor ist er halt echt, echt anstrengend. Du hast gerade schon von mir ein Stück Wurst bekommen. Na. So ist brav. Das ist jetzt unser neuer Gast hier, beziehungsweise was für Gast. Unser neuer Mitbewohner, der eingezogen ist. Der sehr anstrengend ist. Er ist 17 Wochen alt. Ich weiß nicht, was die Vorbesitzer mit ihm gemacht haben. Er ist ja vom Züchter zu den neuen Besitzern gegangen. Die neuen Besitzer haben den jetzt abgegeben an uns. Weil bei denen sind private Probleme jetzt gekommen. Und es ist denen halt nicht mehr möglich, den Hund zu halten. Und beziehungsweise die haben insgesamt 3 Hunde. Und eine Katze und die andere, also die eine Katze hat sogar Kitten bekommen. Und also haben die jetzt gerade insgesamt eine Katze, oh, hör auf doch zu schreien, ey. Eine große Katze, 3 kleine Katzen und 3 Hunde hatten die. Jetzt haben die nur noch 2 Hunde. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber der Hund versteht, dass er draußen groß muss. Dass er das nicht drinnen machen darf. Er versteht aber nicht, dass er drinnen nicht pinkeln darf. Bei dem ist das nämlich so, jetzt denken einige, er ist doch erst 17 Wochen alt, er lernt das. Richtig, er lernt das. Wir versuchen ihm das gerade beizubringen. Aber in seinem Kopf ist es genau andersrum. In seinem Kopf ist es logisch, dass er drinnen pinkelt, das heißt pinkeln muss und draußen darf er nicht. Denn Leute, ich gehe manchmal bis zu einer Stunde mit ihm raus. Der ist zwar jetzt gestern da, aber ich gehe oft mit ihm raus und er pinkelt draußen nicht. Ja, er macht sein großes Geschäft, er pinkelt aber draußen nicht. Sobald wir reinkommen, ist das Erste, was er macht, auf dem Laminat, auf dem Teppich oder auf die Fliesen pinkeln. Jetzt haben wir das so geregelt oder versuchen das, ich habe im Internet gelesen, dass wenn Hunde trinken und essen, dass man, beziehungsweise gerade wenn die trinken, du direkt eigentlich mit denen rausgehen kannst. Und das hat gerade sehr gut funktioniert. Er hat gerade was getrunken und ich so zu meiner Mutter, er muss jetzt raus. Er muss jetzt raus. Meine Mutter so, ach Quatsch, als ob der so schnell pinkeln müsste. Ich so, Mama, vertrau mir, er muss raus. Meine Mutter hat ihn rausgebracht und das Erste, was er gemacht hat, ist gepinkelt. Ja, übrigens, er hat eine Pampers an, weil er sonst überall hinpinkelt. Wir müssen noch morgen gucken, dass wir was für Hunde finden. Das ist jetzt eigentlich eine richtige Baby-Pampers, aber es geht halt nicht anders. Genau. Ich habe hier übrigens ein altes Arbeits-T-Shirt an. Ist noch ein bisschen zu eng. Aber es geht nicht anders. Da er mich heute schon ein paar Mal dreckig gemacht hat. Niet! Niet! Das muss ich euch mal hier wieder richtig einstellen. Er ist gerade sogar hier die Treppen hochgekommen. Mit einer kleinen Bestechung hat er es geschafft. Du kriegst, in einer Stunde kriegst du selbst Essen. Da. Das ist ein Zwergspitzhund, aber wir vermuten, dass er... Er ist auf jeden Fall kein richtiger... Also, die Mutter oder der Vater ist auf jeden Fall Pomeranian. So viel steht fest. Aber er hat noch irgendeine Mischung mit drin. Aber er sieht ein bisschen anders aus. Da. Das ist einfach so süß. Pascal freut sich auch schon riesig, wenn er hierher kommt. Bugs hieß ja bei ihm Kollege Turnschuh und ihn hat er jetzt in Kollege Kommissar oder sowas umgenannt. Keine Ahnung, die besten Namen.
Wir wollten ihn eigentlich noch umbenennen in Misha, aber haben wir dann gelassen, weil er doch oft auf Rex hört. Ja. Sitzt kann er schon sehr, sehr gut, aber nur mit einem Leckerli, mit einer kleinen Bestechung. Er tut es auch so. Ja. Aber nur, wenn es ruhig ist. Wenn wir nach draußen gehen und wir es da versuchen, kannst du es knicken. Da ist einfach zu viel, was er hört, was er sieht, was für ihn neu ist und da und da und da. Und er kann sich gar nicht konzentrieren. Er weiß überhaupt nicht, was er als erstes machen soll draußen. Von der einen Ecke in die andere und er ist sehr ängstlich. Er bleibt ganz oft stehen und macht halt seine Pfoten so nach oben. Er macht ganz oft Männchen so und will einfach, dass ich ihn hochhebe, weil er Angst hat. Gerade wenn Fahrradfahrer kommen, dann hat er richtig Angst. Ich vermute auch, dass die Vorbesitzer nicht weiter als deren Grundstück gegangen sind. Die haben auf einer Wiese, also die wohnen auf einer Wiese. Nicht auf einer Wiese, aber vor denen ist eine Wiese, eine Pferdewiese. Und solange wir da waren, waren die öfters mal draußen. Rex. Schaut ihr? Waren die öfters mal draußen, aber nicht weiter halt als vor dem Grundstück oder auf dem Grundstück. Und die haben halt erzählt, immer wenn die eine rauchen gegangen sind, sind die Hunde halt einfach mitgekommen und waren halt draußen. Auf dem Grundstück nur. Weil ich kann mir das sonst nicht erklären, wieso er so Angst vor Fahrrädern hat oder anderen Menschen. Ich meine, zu uns war er auch super, super lieb. Er ist gebellt, dann super lieb, aber er schreckt immer zurück so. Und wenn ich mit dem Gassi gehe, seine Ohren gehen überall hin, Leute. Das ist so krass, als hätte er es noch nie wirklich gesehen. Dass er überall hinpickelt, ohne zu wissen, dass er das nicht darf, glaube ich, hat auch sich so ein bisschen auch als noch kleinerer Welpe angewöhnt. Weil es ist ein Bauernhof-Hund gewesen. Und die waren eigentlich draußen, die waren nie drinne. Dementsprechend ist es halt noch eine noch schwierigere Arbeit, als wenn man einen Hund als Welpen holt und die Besitzer, die Züchter, wie auch immer, mit dem Hund natürlich rausgehen. Als ein Hund, der vom Bauernhof kommt, so wisst ihr, wie ich das meine? Die den Hund erst gar nicht reingenommen haben. Der Hund hat auch noch nichts, keine Impfung, kein Chip, kein gar nichts. 17 Wochen alt und er hat überhaupt nichts. Das werden wir nächste Woche in Angriff nehmen. Dass wir, oder spätestens übernächste Woche, dass wir den mal abchecken lassen. So an sich sieht er ganz gesund aus. Er tobt, zeigt keine Schmerzen, jault nicht, meckert nicht. Aber absichern sollte man sich trotzdem. Man sollte einen Impfpass machen. Und übrigens, wisst ihr, was richtig süß ist? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber schaut euch mal an, wie der da hinten liegt. Ist das nicht niedlich? Jetzt hat mein Stativ hier ein paar Geräusche gemacht. Ich habe extra für euch jetzt nochmal was zu essen gemacht. Und damit ich das berichten kann. Am Anfang war meine Mutter, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen, nee, ich will nicht. Sie möchte schon. Aber es war halt auch der Punkt, dass der Hund schwarz ist. Und meine Mama hat gesagt, Rex, sie wollte eigentlich nie einen schwarzen Hund. Bei ihr haben halt schwarze Hunde nie lange gelebt. Dann hat sie sich breitschlagen lassen. Dann hat sie ihr ein paar Mal auf dem teuren Laminat gepinkelt. Na, Rex. Dann war sie ein bisschen sauer. Und jetzt mittlerweile sagt sie, ach, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Machen wir sauber. Jetzt will sie den Hund gar nicht mehr hergeben. Na, du kleiner Fuchs. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Fuchs. Und er will kuscheln und er will spielen. Das glaubt ihr gar nicht. Mein Papa hat den ganzen Vormittag mit ihm im Garten gespielt. Der hat sich so ausgetobt.
dass er beim Essen eingeschlafen ist. Wir müssen dir die Krallen schneiden. Gesundheit, wir müssen dir die Krallen schneiden. Ja, die sind ganz schön scharf. Wer ist das? Wer ist das? Guck, Leute. Aber das Gute ist, er beißt nicht. Also, wenn man ihn, selbst wenn, wenn man irgendwas macht, was er nicht mag oder nicht möchte, beißt er nicht. Das ist sehr gut. Er knurrt auch nicht oder sowas. Gar nicht. Also, das mit der Pampers anziehen, das mag er gar nicht. Also, das fand er überhaupt nicht toll. Wir mussten den heute auch leider baden, auch wenn ich das nicht für eine gute Idee gehalten habe. Weil es ist für den Hund jetzt gerade einfach alles zu viel. Es ist alles einfach zu viel. Wir haben den von den Besitzern weggerissen, ja. Er weiß nicht wohin. Plötzlich sieht er keine Katze mehr oder keinen weiteren Hund mehr. Also ist alles zu viel für den Hund. Aber dieser wunderbare, schöne, schwarze Hund namens Rex hat sich so im Dreck gewälzt und hat die ganzen Blumentöpfe meiner Mutter leer gemacht und ausgegraben, ja, und ausgebuddelt alles. Und sich schön darin gewälzt, dass er von Kopf bis Fuß, Leute, voll mit Sand war. Und es war auch noch nass bei uns. Also er hat sich eigentlich direkt in Schlamm gewälzt. Aber er beißt viel. Also er beißt nicht, sondern er macht den Mund auf, drückt seine Zähne ganz leicht auf meine Finger und dann lässt er wieder los. Aber er hat auch viel mit den Hunden gespielt. Und da haben die sich halt auch gegenseitig so, die haben halt so gespielt, so wisst ihr, wie ich das meine? Ja, komm, wir gehen gleich runter. Ich spiele mit dir. Ich habe es gegessen. Heute Abend lade ich das Video hoch. Ja, wollen wir den Leuten nochmal Tschüss sagen? Den Teller packe ich jetzt vorsichtshalber hier hoch, damit du davon nichts abbekommst. Ja, sag mal. Tschüss. Sag mal. Tschüss. Ja, bang. Wohin willst du jetzt schon? Hm? Mhm. Ich würde mich selber ein Däumchen nach oben über einen Kommentar und immer ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, sonst verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen, beziehungsweise wir wünschen euch allen, noch einen wunderschönen Restsonntag. Ja? Rex! Junge Tschüssi. Willst du kuscheln? Tschüss.